Hallo. In diesem Teil möchten wir uns einmal der Until-Anweisung widmen. Diese Anweisung ist identisch zur While-Schleife mit negierter Bedingung. Und daher folgen die folgenden Bedingungen auch wie eben bei der While-Anweisung. Und zwar, man kann nicht nur die klassischen Bedingungen Test oder die eckigen Klammern verwenden, sondern selbstverständlich auch wieder den Ergebniswert eines Kommandos oder einer Kommandofolge. Ja, ich habe hier wieder das aufgeschrieben, und zwar until eine Bedingung, do, Kommandofolge und Abschluss. Naja, wir schauen uns jetzt wieder das Beispiel mit der Datei an, ob die existiert oder halt nicht. Ja, wir brauchen die Negierung hier am Anfang nicht. Ja, hier wieder sleep 10 und der Befehl ist genau derselbe wie bei der while sozusagen. Dann schauen wir uns jetzt nochmal was anderes an. Dazu brauchen wir nochmal eine Hilfsvariable. Hier dann das Hochkommata, who, pipe, grep, minus c und dann der Benutzername. Das Ganze wieder mit einem Apostroph abschließen. Auch nochmal zur Erklärung, was grep ist. Grep steht für Global Regular Expression Print, also ein Tool zum Suchen von Strings mit regulären Ausdrücken. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen was abändern. Also, unsere Hilfsvariable soll erst einmal größer als 0 sein und nach dem Sleep-Befehl soll diese dann erneuert werden. Ja, quasi genau nochmal dasselbe wie oben. Also kopiere ich's. Ja, und nach dem Sleep-Befehl soll dann einfach nochmal dasselbe hier ausgeführt werden, also nochmal erneuert werden, der Befehl. Daher können wir das auch kopieren. Ja, der schaut quasi so lange nach, bis hier der User dem Namen Quoxer gefunden wurde. Ja, schauen wir jetzt mal, wie wir diese Anweisung hier auch kürzer schreiben können. Das geht natürlich auch sehr einfach. Dazu dann einfach den Befehl hier nehmen, jeweils oben und unten löschen und hier einfach einfügen. Ja, das sind aber wirklich nur zur Optimierung und nicht gleich am Anfang hier das so hardcoden. Das ist dann mehr was für den die wirklichen Unix-Profis. Ja, also das ganz kurz hier zur Until-Anweisung, die ja sehr viel Ähnlichkeit mit der While hat. Also so viel denn dazu. Okay?